Für den Herbst 2010 sehe ich in Deutschland zwei Trends, die gegeneinander laufen. Auf der einen Seite eine stärkere Zunahme von Bürgerbeteiligung. Wir erleben das begonnen in Bayern mit der Nichtraucherkampagne, dann über die Schulreform in Hamburg bis zu Stuttgart 21 und später möglicherweise auch die Olympiabewerbung von München und Garmisch-Partenkirchen, wo Bürger in der Tat mobil machen, wo sie vor allen Dingen moderne Technologien nutzen zur Organisation von entsprechenden Demonstrationen oder Aktivitäten, Stichwort der Bahnhof in Stuttgart. Und auf der anderen Seite die Tendenz, dass innerhalb der Politik ein gewisses Unwissen stärker wird, wie mit Technik, wie mit Kommunikation, mit Dialogen umgegangen wird. Ein Beispiel: in der letzten Zeit Google Street View, mehrere Ministerien in Deutschland haben sich gegenseitig paralysiert. Es gab keine Koordination, keine Vernetzung auch der verschiedensten Aussagen und so weiter. Jedenfalls für eine Zeit, bis dann in der Politik auch Klarheit geschaffen wurde. Das zeigt mir, dass die Medienkompetenz innerhalb der Politik, was digitale Kommunikation betrifft, nicht sehr ausgeprägt ist in Deutschland. Das müssen wir in den nächsten Jahren ändern, weil wir zu einer dialogorientierten Bürgergesellschaft uns entwickeln und auch unsere Institutionen reformieren müssen. Unsere Institutionen sind sehr hierarchisch aufgebaut, industrieorganisiert von oben nach unten. Und ich denke, es wird notwendig sein, einfach den Dialog innerhalb von Institutionen auch zu befördern, sowohl was die Mitarbeiter betrifft, zu den Führungskräften, umgekehrt von den Führungskräften zu den Mitarbeitern, mehr im Team arbeiten, auch mehr ressortübergreifend Dinge tun, aber auch in der Kommunikation zum Bürger, zu den Unternehmen, mit denen man entsprechende Aufgaben auch gemeinsam vielleicht in Partnerschaften in den nächsten Jahren erledigen kann. Eines der wichtigen Elemente, die ich sehe, ist Transparenz und oder sind Transparenz und Partizipation. Ich nenne hier das Stichwort Open Data, wo es darum geht, eben Informationen aus der deutschen Verwaltung auch maschinenlesbar verfügbar zu machen, damit andere Einrichtungen, Organisationen, Bürger, NGOs in der Lage sind, auch mit diesen maschinenlesbaren Daten andere Aussagen zu interpretieren beispielsweise oder zu anderen Aussagen zu kommen, um nicht eben alles nur von der staatlichen Seite vorzugeben, sondern auch den Bürgern die Chance zu geben, andere Zusammenhänge darzustellen und auch damit ihre Anliegen vielleicht zu transportieren. Um dieses zu erreichen, ist ein Change-Prozess auch in der Politik notwendig. Es geht bei diesem Thema auch sehr stark um Kontrollverlust. Die Sorge in der Politik, was passiert denn, wenn wir zu viel Informationen freigeben, wenn wir zu viel Daten an die Bürger heranführen, ihnen die Gestaltungsmöglichkeiten geben. Oh Gott, wenn sich dann innerhalb der Schwarmintelligenz neue Ideen bilden, wie gehen wir damit um? Das ist nicht kanalisiert. Die Frage der repräsentativen Demokratie wird gestellt, Stichwort Bürgerhaushalte. All das treibt uns in den nächsten Monaten und Jahren sehr stark voran. Und deswegen wird es notwendig sein, auch eine Medienkompetenz zu schärfen, innerhalb der Politik den Dialog zu befördern, um damit auch zu einer aktiven Bürgergesellschaft zu kommen. Denn nur hier liegt die Chance. Wir müssen unser Verhältnis zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft neu ausbalancieren. Und erst wenn das gelungen ist, wenn wir wissen, wer ist für was zuständig, wer kann welche Aufgaben am besten erfüllen, dann wird ein neues Staatsmodell entstehen, was eben auch die Gestaltungskraft der Bürger auch sehr stark mit einbringt, mit nutzen kann und eben nicht nur alles vom Vaterstaat organisiert wird, sondern sich zu einem Verhältnis entwickelt, wo wir vielleicht den Begriff Partnerstaat auch leben und gemeinsame Dinge mit Bürgern in unserer Gesellschaft tun können.